Thessaloniker, Schwestern, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagten wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nicht voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune erschallt, werden zuerst wir Christen Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegengehen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Paulus schreibt uns Worte des Trostes über die Verstorbenen. Es ist eine ganz logische Schlussfolgerung, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist. Dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zur Herrlichkeit führen. Paulus möchte, dass wir durch seine Worte zu einer größeren Klarheit kommen und dass seine Worte unsere Hoffnung und unseren Glauben an die Auferstehung stärken. Die Hoffnung auf die Auferstehung lässt uns Christinnen und Christen trotz aller Traurigkeit über den Verlust eines lieben Menschen nicht verzweifeln. Die Hoffnung stärkt in uns die Zuversicht auf ein Wiedersehen bei Gott und lässt uns mit einem inneren Frieden den je eigenen Weg weitergehen. Zünden wir heute für unsere Verstorbenen eine Kerze an und gedenken wir in Stille an die schönen Momente, die wir gemeinsam erlebt